Ja, im Namen der AfD-Kreistagsfraktion darf ich Sie recht herzlich begrüßen. Ich begrüße natürlich auch unsere Mitglieder der Fraktion. Vielen Dank für euer Erscheinen. Ich danke Ihnen, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Das freut uns natürlich, wenn Sie Interesse an unserer Kreistagsarbeit zeigen. Wir haben heute ein Thema Hebammen. Ich kann Ihnen dazu nicht viel sagen, wobei wir eigentlich auch wie Hebammen funktionieren. Wir heben doch so manche schwere Geburt bei gewissen Themen aus der Taufe. Und ja, ich würde jetzt schon gleich an Claudia Dippel, Papst Dippel, überreichen. Claudia, du hast einen sehr guten Vortrag, denke ich, vorbereitet. Ich hoffe, es werden noch viele Fragen gestellt hinterher. Ich denke, ja, du hast das Wort. Bitte. Okay, danke. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Claudia Papst-Dippel. Der ein oder andere kennt mich ja. Ich bin Mitglied der Kreistagsfraktion und kümmere mich da um den Bereich Soziales. Bin Mitglied im Sozialausschuss. Ich bin 30 Jahre Homöopathin in Volkmarsen, habe drei erwachsene Kinder. Und das Thema Hebammen und Kinder habe ich mir schon lange auf die Fahnen geschrieben. Das Leben beginnt ja, wenn man, ja wann eigentlich? Bei der Zeugung oder bei der Geburt? Also ich neige dazu, die Zeugung als Beginn des Lebens zu nehmen, aber die Geburt ist sicherlich der Eintritt in unsere Gesellschaft. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich des Lebens, den man gar nicht überbewerten kann. Wir landen dann in der Welt der Familie. Familie ist auch ein ganz wichtiges Thema, aber dazu später mal bei einer anderen Veranstaltung. Also ein sehr wichtiges Ereignis, die Geburt. Und Geburten werden traditionell immer von Hebammen oder schon jahrhundertelang von sogenannten Hebammen begleitet. Dieser Beruf, es ist ja mittlerweile ein Berufsstand, früher waren es eher die weißen Frauen, ist in Gefahr in Deutschland und auch im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Und an der Stelle will ich kurz darauf verweisen, seit jeher bekommen Frauen die Kinder, das weiß die AfD ganz genau, obwohl einige Gender-Ideologen ja meinen, dass selbst die Menstruation gar nichts strukturell Weibliches mehr ist, also auch wahrscheinlich das Kinderkriegen nichts strukturell Weibliches ist. Menstruation ist halt etwas, das macht mancher Körper, manchmal nicht, das habe ich im Internet gelesen. Die AfD-Fraktion ist sich hier völlig einig, also die Menstruation, Schwangerschaft und Kinder bekommen ist immer noch Frauensache, sind also strukturell weiblich. Ja, zum zeitlichen Ablauf des Themas in unserer Fraktionsarbeit ist zu sagen, wir haben schon im Kreistagswahlprogramm 2016 das Thema aufgegriffen. Da haben wir versprochen, etwas für die frühen Hilfen und damit für die Familienhebammen zu tun. Das heißt, das musste sich sowieso entwickeln, weil wir normalerweise das halten, was wir versprechen. Das war 2016, dann sind wir ja gewählt worden und mussten natürlich erstmal die Fraktion ans Laufen bringen. Die Fraktion musste sich zusammenfinden und konstituiert werden und dann mussten wir in die für uns alle ja völlig neue Kreistagsarbeit einsteigen. Im November 2017 haben wir dann das Thema aufgegriffen und da ergab sich die Möglichkeit, einen Haushaltsbegleitantrag in den Haushaltsberatungen einzubringen. Und zwar hatten wir an einer Stelle einen Betrag gefunden, der vermutlich frei geworden wäre. Und dieser Betrag, den wollten wir dann den frühen Hilfen zukommen lassen. Das war ein Antrag von uns. Die frühen Hilfen, das sind ja auch Familienhebammen, die da mitarbeiten. Und da geht es darum, jungen Eltern zu helfen, mit ihren Kindern in den Alltag hineinzukommen oder wenn wirklich Hilfe nötig ist, auch da zu sein. Ich habe mich da weiter auch schlau gemacht, das ist ein Zuverdienst, den eine Hebamme neben der Geburtsbetreuung dann auch noch zur Lebenssicherung ausüben kann, ist also nicht unwichtig. Und ich meine, für Familien und Kinder ist es natürlich enorm wichtig, da Hilfe zu haben. Ja, wir haben damals diesen Antrag eingereicht und es ist eigentlich üblich, dass AfD-Anträge abgelehnt werden. Dieser Antrag ist abgelehnt worden und
Gut, es ist schade, weil ich denke mal, damit ist den Familien und Kindern nicht gedient. Uns kann es ja egal sein, ob ein Antrag abgelehnt wird, aber es ist halt schade für die Familien und Kinder. Ich habe dann dieses Thema weiterverfolgt, habe mich eingearbeitet und um das mal zu zeigen, also es gibt zum Beispiel dann noch viel Recherchearbeit zu machen. Ich habe mir solche wahnsinnig interessanten Dinge wie die Bundesinitiative Frühe Hilfen besorgt, aber auch Jugendsexualität, da stehen sehr interessante Dinge drin, nämlich in dem einen, dass Mädchen sich immer noch Kinder wünschen, was ich sehr, sehr wichtig finde. Ich glaube, es war Viktor Orban, der gesagt hat, also demografisches Problem, das wir ja auch im Landkreis haben, ist auch politisch zu lösen. Und es wäre auch zu lösen, wenn die Bedingungen hier für Familien und Kinder im Landkreis weiter verbessert würden. Und dazu gehört es natürlich auch, dass Frauen sich aussuchen können, wenn sie es denn wollen, ob sie ihr Kind nun bekommen in einer Klinik, in einem Geburtshaus oder, wenn es möglich ist, auch zu Hause. Diese Möglichkeit gibt es in Waldeck-Frankenberg nicht mehr. Die letzte Hebamme, die Hausgeburten gemacht hat, hat aufgehört. Und ich weiß aber, dass es Bedarf gibt und dass Frauen nachgefragt haben. Das finde ich also sehr schade und ich finde, Frauen sollten sich diese Rechte wieder zurückholen, ist meine Meinung. Ich habe dann im Februar diesen Jahres, um das Thema weiterzuverfolgen, im Kreistag in der Fragestunde die Frage gestellt, ob es denn bekannt sei, dass in irgendeiner absehbaren Zeit dieses oder vielleicht in den nächsten 2 Jahren Geburtsstationen im Landkreis geschlossen werden könnten. Und habe noch gefragt, ob es denn Strategien im Landkreis gibt, die ärztliche Geburtshilfe überhaupt zu erhalten. Weil wir haben ja nicht nur die Hebammen, sondern wir haben ja auch eine ärztliche Geburtshilfe. Und die ist ja auch oft nötig. Ich habe dann als Antwort die erhalten, dass es nicht bekannt ist, ob Geburtsstationen schließen. Wir haben ja nun 3 Geburtsstationen hier im Kreis. Und das ist ja eigentlich eine ganz gute Möglichkeit für jede Frau, relativ schnell an Ort und Stelle zu gelangen. Ich werde das aber weiter verfolgen, weil das Problem ja weiterhin besteht, dass sowohl Hebammen als auch ärztliche Geburtshilfer sehr hohe Versicherungsprämien zahlen müssen. Und das macht gerade im ländlichen Bereich die Geburtsstationen eben leider Gottes oft defizitär. Und ich glaube, sie sind alle defizitär. Und die Hebammen haben natürlich dadurch auch ein ganz schönes Stück zu arbeiten, bis sie überhaupt in den Bereich kommen, was sie daran verdienen. Ich habe diese Frage auch gestellt, weil ich wissen wollte, offiziell, wie das aussieht, weil das ja eine Art Absicherung von Hebammen ist. Nicht jede Hebamme kann freiberuflich arbeiten. Und als Angestellte in einem Krankenhaus sind da ja auch ist das ja eine gute Absicherung. Freiberufliche Hebammen machen Hausgeburten, habe ich schon gesagt. Die gibt es halt hier leider nicht mehr. Im Februar hatte dann hatte die Fraktion der Freien Wähler dann eine Resolution in den Kreistag eingebracht. Das ist der nächste Schritt gewesen in diesem Thema. Und zwar wollten sie über diese Resolution den Hebammen auch Hilfe schaffen. Adressiert war quasi diese Resolution an die Bundesebene. Das heißt, die Hebammen sollten von der Bundesebene aus Hilfe bekommen. Und ich habe dann diesen Antrag gelesen und habe gesagt, das reicht mir nicht, weil die Mühlen ja sehr langsam mahlen. Und habe einen Änderungsantrag ausgearbeitet, dass man die Resolution noch ergänzen solle, dahingehend, dass das Land, bis auf Bundesebene die Gesetze geklärt sind und die entsprechenden Mühlen gemalt haben, vielleicht einen Fonds vorab einrichten könnte, um Abhilfe zu schaffen. Und habe auch noch in einem zweiten Teil dann angemerkt, dass man auch für die ärztlichen Geburtshelfer eventuell etwas tun müsse und da einfach mal ein Konzept erstellen müsse. Die Anträge sind dann, weil man geglaubt hatte, noch Diskussionsbedarf zu haben, an die Ausschüsse verwiesen worden. Und in einer nächsten Runde wurde dann das Thema weiter bearbeitet. In der Zwischenzeit haben aber die Fraktionen
SPD und CDU dann eine große Anfrage zum Thema Hebammen eingereicht. Puh, da wurde eigentlich danach gefragt, wie viele Hebammen gibt es, was machen die Geburtsstation, wie viele Geburten gibt es und so weiter. Das ist sicherlich auch online irgendwo einsehbar. Und ich war schon sehr neugierig, die Kreisverwaltung hat dann auch diese Anfragen beantwortet. Und ich habe dann aber damals schon in einem Redebeitrag im Kreistag gesagt, dass ich ein bisschen skeptisch bin, ob man aus den Antworten jetzt herauslesen kann, ob die Hebammen denn zufrieden sind mit ihrer Situation im Landkreis. Es ist so, dass ich dann in der Folge natürlich gehört habe, alles ist in Ordnung. Also es ist ja durchaus öffentlich einsehbar, dass die Kreisverwaltung gesagt hat, es gibt eigentlich keine Probleme, wir haben ausreichende Anzahl von Hebammen, es ist alles abgedeckt. Und ich war dann ein wenig erstaunt, dass zwei oder drei Tage später auf einmal in der Landeszeitung etwas ganz anderes stand, dass es nämlich durchaus im Landkreis einen Engpass gibt, zumindest zur Urlaubszeit, wo Hebammen die Arbeit, vor allen Dingen auch bei mir im Heimatort Volkmarsen, nicht stemmen können und die Versorgung der oder zumindest die Nachsorge der Geburtsvorgänge nicht gegeben ist. Und ich weiß, dass es sehr viele Hebammen gibt, die in Volkmarsen angestellt sind. Also da gibt es Engpässe und das fand ich schon ein bisschen verwunderlich, dass da diese Antwort nicht zum Artikel passte, halt die Antwort des der Kreisverwaltung. Das wurde in dem Artikel dann auch noch genannt. Ich habe dann auch noch mit verschiedenen Hebammen gesprochen. Hebammen, die mal im Kreis gearbeitet haben, Hebammen, die im Kreis arbeiten, Hebammen, die, da meine Tochter auch schwanger ist, die ganz woanders arbeiten, und habe mich weiter in das Thema eingefuchst. Und es ist so, dass die Hebammen schon sagen, das, was die Politik oft anbietet, das ist nicht auskömmlich. Sie müssten mehr Freiheiten auch haben zu arbeiten. Sie müssten wieder wirklich freiberuflich arbeiten können und müssten natürlich das auch bezahlt bekommen. Es ist allen Akteuren klar, dass das auch Lösungen sind, die in Berlin gefunden werden müssen. Aber man könnte ja hier im Landkreis, um den Landkreis familienfreundlicher zu gestalten, da auch schon mal in die eine oder andere Richtung Hilfen, zumindest anbieten. So, das wäre jetzt einfach mal dieser Ablauf, wie das hier ist. Jetzt ist es so, dass der nächste Kreistag jetzt im, ich weiß, welches Datum ist es, der 27. Ne? 27. Genau, stattfindet. Und da haben wir dann nochmal den Anlass genommen, das Ganze zum Anlass genommen, einen Antrag vorzubereiten. Und zwar wollten wir noch einmal die Arbeit und, ich kann es vielleicht gleich vorlesen, die Arbeit und Ansiedlung von Hebammen im Landkreis Waldeck-Frankenberg einfach fördern. Und dazu haben wir dann den folgenden Antrag, ich lese ihn einfach mal kurz vor, eingereicht. Der Kreisausschuss wird gebeten, ein Konzept zur finanziellen Förderung der bereits im Kreisgebiet tätigen Hebammen zu entwickeln. Dieses Konzept soll auch gleichzeitig dazu dienen, neue Hebammen für eine Tätigkeit im Landkreis Waldeck-Frankenberg zu gewinnen. Das ist mit einer Folge meiner Recherchetätigkeit. Ich habe herausgefunden, dass es durchaus ein höheres Alter gibt bei einigen Hebammen. Das heißt, es ist zu befürchten, wenn kein Nachwuchs kommt, dass hier ein großer Engpass entsteht, weil einfach dann ja, die Hebammen pensioniert werden und keine neuen nachkommen. Weiter im Text: Die Finanzierung dieser Maßnahmen sollte durch die Entnahme von Mitteln aus dem Zukunftsinvestitionsfonds geschehen. Wieder ein Fonds. Nach Möglichkeit soll der Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2019 bereits Mittel für die finanzielle Förderung der Hebammen enthalten. Diese Maßnahmen sind zunächst auf einen Zeitraum von 5 Jahren befristet. Vor Ablauf dieser Frist sollen die Ergebnisse und auch eventuell geänderte Rahmenbedingungen für die Arbeit der Hebammen betrachtet und über eine Fortsetzung neu beraten und gegebenenfalls beschlossen werden. Das ist der Antrag, der jetzt demnächst im Kreistag vorgestellt wird, den ich dann einbringen werde mit einer Rede.
Und über diesen Antrag müssen wir dann gemeinsam entscheiden. Es ist, denke ich mal, ganz wichtig, dass wir die Hebammen hier im Kreis stützen, weil, wie gesagt, ich habe gehört, dass da einige in, demnächst in Rente gehen. Und das wäre sehr schade, wenn dann das Angebot für werdende Mütter noch mehr eingegrenzt würde. Und letztendlich müssen ja auch die Kliniken Hebammen vorweisen. Also da bin ich davon überzeugt, dass wir ein Konzept finden müssen, um im ländlichen Bereich da das Ganze zu stützen. Ich bin sogar heute Morgen, weil wir diese Ankündigung der Veranstaltung ja rundgegeben hatten, angerufen worden, also im Nachbarkreis. Also in Kassel-Land ist dieses Thema auch ganz brisant. Auch da gibt es Schwierigkeiten mit der Versorgung mit Hebammen. Die wollen sich auch um das Thema kümmern, nur vielleicht, habe ich gesagt, können wir auch mal was zusammen machen. Also das ist nicht nur unser Kreis, der da Probleme aufweist. Noch eine Sache, das Interessante ist für uns gewesen, dass es jetzt, ich muss es mal nennen, von SPD und CDU einen neuen Antrag auch gibt, der auch, ja, ein Antrag, der auch jetzt im nächsten Kreistag beraten wird. Und dieser Antrag befasst sich damit, dass es eine Willkommenskultur oder ein Willkommen im Leben, eine Willkommensbesuche für Familien mit Neugeborenen im Landkreis Waldeck-Frankenberg geben soll. Und auch da sind Familienhilfen, Familienhebammen, also die Einrichtungen der frühen Hilfen gefragt. Ich muss gestehen, ich finde das hervorragend. Ich finde das immer ganz gut, wenn man jungen Familien hilft. Aber es ist interessant, dass justament jetzt vom Wahlkampf das Thema Hebammen auf einmal so beliebt wird und die frühen Hilfen, die uns ja vor, abgelehnt worden sind, auf einmal in den Fokus geraten sind. Das wollte ich hier nochmal anmerken. Das finde ich schon, zumindest bemerkenswert. Ja, und ich kann mich immer nur dafür einsetzen, also es gibt viel zu lesen. Bundesinitiative Frühe Hilfen zeigt, dass großer Bedarf besteht, dass Familien sich alleingelassen fühlen teilweise, dass Schwangere sich natürlich nicht wohl damit fühlen. Ich hatte es gelesen in einer Statistik, dass, ich glaube, es war letztes oder vorletztes Jahr, tatsächlich 35% aller Kliniken Schwangere abweisen mussten unter der Geburt. Das hat dazu geführt, dass es tatsächlich Geburten auf Klinikparkplätzen gegeben hat. Das ging durch die Presse und das finde ich schon, ist eine harte Nummer und das sollte auf gar keinen Fall stattfinden und deswegen werde ich mich dafür weiter einsetzen. Und falls jetzt zu diesem Thema noch Fragen sind, würde ich noch gerne Fragen beantworten. Dankeschön. Ja, ich sehe, Fragen sind wohl keine übrig geblieben, betretenes Schweigen, aber ich denke, es war sehr interessant. Die Frau Papst-Dippel steht auch jetzt gleich im Anschluss an die Veranstaltung noch zur Verfügung. Ich möchte auch noch einen Hinweis geben, wir haben sie also extra nicht gefilmt, wir haben also dem Rechnung getragen. Sie können also jetzt dann auch im Anschluss Fragen stellen, sodass also auch Ihre Stimme nicht erkannt wird. Wir nehmen natürlich Rücksicht darauf. Wir müssen Gesicht zeigen und das zeigen wir auch gerne, weil wir stehen für das Wahlprogramm der AfD ein. Es ist bekannt. Wir möchten hier auch nochmal einen Hinweis geben. Besuchen Sie die Homepage, Sie können das da runterladen. Und wenn Sie irgendetwas finden, was Ihnen nicht gefällt, diskutieren Sie das ruhig mit uns. Wir werden noch öfters Veranstaltungen in dieser Art und Weise durchführen. Und wenn wir da irgendwo auf dem Holzweg sind, dann würden wir uns freuen, wenn Sie uns Anregungen mitgeben. Und ansonsten, ja, können Sie, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Abgeordnete, fragen Sie uns, wir mischen uns jetzt unter Sie und dann können wir ganz intime Dinge klären. Vielen Dank für Ihr Kommen. Vielen Dank, Claudia, für deinen Vortrag. Der hat sehr viel Arbeit gemacht, das merkt man. Ich wünsche Ihnen und uns noch einen schönen Abend zusammen. Vielen Dank.